Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger des Burgenlandkreises, der bevorstehende Jahreswechsel soll Anlass sein, auf das Jahr 2017 zurückzublicken und einen Ausblick auf das vor uns liegende neue Jahr zu werfen. Wir haben hinter uns eine sehr erfolgreiche Entwicklung am Arbeitsmarkt. Ende des Jahres 2017 sind erstmals weniger als 7000 Menschen im Burgenlandkreis arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenzahlen sanken wesentlich deutlicher als im Land Sachsen-Anhalt und wir liegen unter dem Landesdurchschnitt. Das ist eine, glaube ich, sehr erfolgreiche Entwicklung, die sich auch darauf zurückführen lässt, dass Unternehmen im Landkreis neue Arbeitsplätze, sozialversicherungspflichtige Beschäftigung geschaffen haben. Dafür bin ich sehr dankbar. Die Entwicklung der Handwerksbetriebe und der Unternehmen im Jahr 2018 macht uns ebenfalls zuversichtlich, denn die Auftragslage dort ist gut. Es stehen zurzeit 1500 Arbeitsplätze offen, sodass Menschen, die noch keine Arbeit haben, eine gute Chance haben, ihr Leben in die eigene Hand zu nehmen. Wir haben das Jahr 2017 auch genutzt, um uns stärker mit den Metropolen, mit Leipzig, Halle und Jena zu verflechten, die Kontakte zu stärken, und das wird für uns auch im kommenden Jahr wichtig sein, weil vor uns ein Strukturwandel liegt. Ein Strukturwandel, den wir uns im Burgenlandkreis eigentlich nicht wünschen, der aber im Zusammenhang mit der Diskussion um die Zukunft der Braunkohleverstromung auf uns zukommen kann. Hier wird der Burgenlandkreis alle Hebel in Bewegung setzen, um die Entwicklungen, die sich daraus ergeben, für die Menschen, die in der Kohle tätig sind, abzumildern und zu verbessern. Und hierzu fordere ich auch ein Gespräch im Bundeskanzleramt für alle Braunkohlereviere in Deutschland. Im Bereich des Welterbes und der Tourismusentwicklung ist im Jahr 2017 ein wichtiger Durchbruch gelungen. Die Entscheidung über das Welterbe ist zwar noch einmal vertagt worden, aber das Welterbekomitee in Krakau hat entschieden, dass zumindest der Naumburger Dom zum Welterbe gehören wird, dass der Naumburger Dom einen sogenannten universellen Wert hat, sodass wir jetzt zuversichtlich in den nächsten Jahren die endgültige Entscheidung vorbereiten können, die übrigens auch schon im Jahr 2018 geschehen kann. Wir können also gespannt sein und können zuversichtlich sein, dass die touristische Entwicklung, die sich im Jahr 2017 für Saale, Unstrut und Weiße Elster gut dargestellt hat, sich entsprechend weiterentwickelt. Zugleich sind auch dunkle Wolken über dem Burgenlandkreis aufgezogen. Noch immer ist die Zusage, Breitband für jeden und jede auch im ländlichen Raum zur Verfügung zu stellen, nicht eingehalten. Das macht mich nicht glücklich. Wir warten täglich darauf, dass die fehlenden Bundesmittel zur Verfügung gestellt werden und dass wir dann innerhalb von 2 Jahren den gesamten Landkreis mit Breitband, mit schnellem Internet versorgen können. Traurig war auch die Entwicklung, die 2 Unternehmen im Burgenlandkreis erlebt haben. Es wird im Jahre 2018 eine Schließung des Liegenwerkes in Weißenfels erfolgen, genauso wie in Bad Bibra die Molkerei wahrscheinlich im Frühjahr 2018 schließen wird. Wir werden im Burgenlandkreis alles unternehmen, um diese Entwicklung abzufedern und abzumildern. Und wir bemühen uns auch im Zusammenhang mit dem Strukturwandel um neue Arbeitsplätze. Wenn wir auf das Jahr 2018 vorausblicken, können wir uns aber auch freuen über Entwicklungen in der Bildung. Wir wollen Schulen sanieren, zum Beispiel einen Schulneubau in Naumburg vorantreiben, die Gymnasien in Weißenfels und Zeitz als Gebäude herrichten und die Neustadtschule in Weißenfels planerisch einer Sanierung vorbereiten. Wir wollen die kreislichen Schulen digitalisieren und neue Möglichkeiten der erweiterten digitalen Lernwelten für die Schüler zur Verfügung stellen. Und der Burgenlandkreis wird sich im Zusammenhang mit dem Strukturwandel der Braunkohle den Hut aufsetzen für die gesamte mitteldeutsche Region, für unser Revier,
weil hier die Auswirkungen dieses Strukturwandels am stärksten zu spüren sein werden. Das bedeutet, dass wir uns auch für bessere Infrastruktur in die Zentren einsetzen werden, eine bessere Straßenanbindung an die Autobahn, wie auch uns einsetzen werden für eine S-Bahn-Anbindung nach Leipzig, für Weißenfels, Zeitz und Naumburg. Wir können also unter dem Strich doch zuversichtlich in das Jahr 2018 blicken. Und ich möchte Sie alle, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, bitten, den Burgenlandkreis und die kreisangehörigen Städte und Gemeinden bei dieser Entwicklung zu unterstützen. Mit Engagement, aber durchaus auch mit Kritik. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein gesegnetes neues Jahr.